And that is, everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. Herzlich willkommen zum heutigen Video. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, Hannes ist heute mal wieder hier neben mir. Wir sind noch in Berlin und wir dachten, wir nehmen heute mal, wenn wir hier schon zusammen sind, eine kleine Frage-Antwort-Session auf. Und deswegen ja, hat Janosch hier ein paar sehr interessante Fragen, denke ich, rausgesucht. Wir wissen jetzt noch nicht, was für Fragen uns gleich erwarten, und wir werden einfach mal das Ganze durchgehen. Und das sind einfach ja letztendlich Fragen aus den ganzen Kommentaren hier auf YouTube, und da haben wir uns mal so ein bisschen 10 interessante rausgepickt hier für die Folge, und wir werden darauf jetzt einfach ein bisschen eingehen, die ganzen Fragen beantworten, und jeder wird hier, denke ich mal, so ein bisschen seine Meinung zu abgeben. Genau, ich denke, das ist ganz cool, weil dann können wir beide auch unsere, ja, wir sind ja nicht immer selber Meinung, können wir das auch so ganz gut ein bisschen damit einbringen. Das denke ich auch. Ich würde sagen, du fängst mit der ersten Antwort gleich an und wir starten mit der ersten Frage. Super, die erste Frage ist: Welche Unternehmensform ist für Neueinsteiger am besten geeignet, wenn man zu zweit gründet? Wenn man zu zweit gründet, ja. Also du hast natürlich verschiedene Möglichkeiten. Wenn ihr zu zweit gründen wollt, könnt ihr einmal eine GbR gründen oder aber halt direkt eine Kapitalgesellschaft. Das hängt ein bisschen davon ab, würde ich sagen, wie viel Kapital ihr habt für den Anfang, mit wie viel ihr einsteigen wollt und was so genau eure Ziele sind. Also wenn ihr direkt mit, ich würde sagen, ich will keine Zahlen nennen, aber wenn ihr schon mit ordentlich Kapital einsteigt, dann kann es sein, dass die Kapitalgesellschaft da auf jeden Fall Sinn macht. Aber wenn ihr das ganze Geschäftsmodell FBA erstmal nur so antesten wollt und gucken wollt, ob euch das liegt, ob euch das gefällt, ob das für euch was ist und ihr vielleicht ja ein, zwei Produkte mit denen starten wollt, dann ja, würde ich es auch empfehlen, eine GbR zu machen. Die kann man einfacher gründen und einfacher auch wieder beenden, wenn man auf die Sache keine Lust mehr hat. Und jetzt kommt Lukas wahrscheinlich mit einer anderen Meinung. Das ist eigentlich eine ganz gute, also es ist eine gute Antwort. Das Problem ist ein bisschen bei einer GbR, man gründet ja zu zweit, und das Problem ist, wenn der andere jetzt irgendeine Kacke macht, dann sitzt man mit im Boot. Weißt du, das ist halt so. Natürlich, also, aber die Frage war ja, wenn man es zu zweit gründen möchte. Ja, also die Formen sind absolut richtig, das sind halt die zwei Möglichkeiten, die man hat, aber es ist halt immer so ein bisschen, wie gesagt, bei einer GbR relativ risikoreich, denn ich meine, ihr haftet beide mit eurem, mit eurem persönlichen Kapital, ihr haftet beide persönlich, also ihr wirklich als Einzelpersonen, und wenn der eine was macht, dann ist der andere automatisch auch mit im Boot. Und deswegen würde ich ehrlich gesagt dazu tendieren, gleich mit einer Kapitalgesellschaft zu starten, denn das Schöne ist ja eigentlich, dass man ja, dass zwei Leute gleichzeitig gründen. Das heißt, das Startkapital zum Beispiel für eine GmbH kann auch gesplittet werden. Das heißt, 12.500 Euro können sozusagen zwei Leute mit einbringen. Das heißt, jeder braucht im Endeffekt deutlich weniger Kapital, also so wie viel? 6.250 Euro braucht man letztendlich dann. 7.500? Nee. Nein, 6.250. 6.250, Mann. 12.500 Euro. Ah ja, richtig. Mein Fehler. Das heißt, man kann eigentlich schon relativ mit deutlich weniger Kapital pro Person dann auch gleich mit einer GmbH eventuell schon starten. Das sehe ich dann schon als sinnvoll an. Eine GbR finde ich generell, oder bin ich kein großer Fan von. Da lieber eventuell mit einem Einzelunternehmen, dass ihr beide das vielleicht erstmal für euch persönlich testet. Jeder mit ein, zwei Produkten erstmal startet. Und wenn man dann sieht, okay, ich möchte, wir wollen jetzt unbedingt nochmal was zusammen starten, dann die Produkte abverkaufen von den einzelnen Accounts und dann einfach zusammen mit einer GmbH dann groß starten letztendlich und das wirklich groß aufziehen. Und in der GbR was Großes zu machen und wirklich groß sich aufzustellen, ist einfach schwierig, denn das ist halt auch einfach nicht, finde ich, die optimale Aufstellung. Ja. Vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt dazu, wenn man zu zweit starten will, dass man auch ein bisschen darauf achtet, dass man nicht unbedingt genau die gleichen Stärken hat. Also dass nicht beide zum Beispiel extrem gerne die Produkte launchen und optimieren möchten, aber eigentlich keiner Bock hat, sich mit den Herstellern und der Kommunikation mit den Herstellern irgendwie zu beschäftigen. Da sollte man vielleicht auch darauf achten, dass man sich da ganz gut ergänzt und nicht irgendwie dann im Weg steht. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich würde auch, es ist immer so ein bisschen das Problem, man möchte mal so ein bisschen zu zweit gründen, weil man natürlich, denke ich, auch einfach ja nicht alleine diesen Weg gehen möchte. Was ich daran eigentlich immer ein cooler Ansatz finde, ist, dass man alleine gründet. Ja, aber zum Beispiel, wie wir beide das machen, uns einfach gegenseitig schön unterstützen. Das heißt, wir helfen uns bei Problemen. Wenn einer nicht mehr weiterkommt, der andere hat natürlich da Stärken, der andere hier Stärken. Das heißt, man hat sein Einzelunternehmen, aber unterstützt sich einfach und ist sozusagen immer noch so eine kleine, in Anführungsstrichen, GbR. Ja. Hat eine Partnerschaft, aber nicht rein geschäftlich, denn da sollte man sich sehr gut kennen, da steckt einiges mehr. Ist einfach wie eine Ehe, die man eingeht, und das muss man, da sollte man sich ganz, ganz genau überlegen, mit wem man das macht. Genau. Ich denke, die Frage war ausführlich genug. Ja. Absolut. Nächste Frage: Was haltet ihr von Tools zur Produktrecherche, wie zum Beispiel Jungle Scout? Ich bin dran. Ja.
Also ich habe damals, als ich angefangen habe, kein Tool genutzt. Ich habe auch bis zum sehr, sehr langen Zeitpunkt gar kein Tool genutzt. Deswegen bin ich auch einfach ein Fan, manuell nach Produkten zu suchen, denn ein Tool bringt einem nicht wirklich was. Es vereinfacht einem eigentlich, finde ich, immer nur vieles. Das heißt, ich nutze zurzeit zum Beispiel zur Produktrecherche mal X-Ray. Da gibt es übrigens auch einen 10-Euro-Gutschein. Den können wir auch mal hier in die Beschreibung packen als kleinen Affiliate-Link. Und das ist halt relativ cool, weil das einfach vieles übersichtlicher macht. Das heißt, ich gebe ein Keyword ein, ich sehe gleich auf den ersten Blick, wie sind die Verkaufszahlen, wie verteilen sich die über die Nische, was sind die Umsatzzahlen dann auch zu den verschiedenen Verkaufspreisen und kann halt eine ganz gute Nischenanalyse machen, aber trotzdem ja, ist das letztendlich kein schnellerer Weg zum guten Produkt. Also es vereinfacht halt einiges, es spart Zeit, aber man findet dadurch nicht besser oder nicht schneller Produkte. Ich glaube, vor allem halt, die Zeitersparnis ist es. Genau, also Zeitersparnis, aber keine wirkliche Hilfe zum perfekten oder zum guten Produkt. Genau. Zeitersparnis, da gibt es auch ein kostenloses Tool, AMZ Seller Browser, empfehle ich andauernd eigentlich immer, wenn jemand nach Tools fragt. Genau, das ist ein Top-Tool, das zeigt euch direkt in der Suchleiste dann noch den Bestseller-Rang an und die Preise in der Vergangenheit, wie sich der Preis und der Bestseller-Rang entwickelt hat. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Tool. Und das Ganze kostenlos für Chrome, genau, einfach mal googeln. Packen wir einfach in die Beschreibung. Ja, genau. Nächste Frage, braucht man eine Rechnungssoftware? Wenn ja, was kostet sowas? Genau, ich kann ja wieder antworten. Ich persönlich nutze EasyBill und ja, man braucht eine Rechnungssoftware für die Rechnung. Darum kümmert sich Amazon nicht automatisch. Ich persönlich benutze EasyBill und es kostet, oh Gott, jetzt bin ich gerade selber, ich glaube 40 Euro im Monat bei mir. Aber ich glaube, wenn man unter 500 Bestellungen im Monat bleibt, dann sind es, meine ich, nur 25 Euro, vielleicht auch nur 20 Euro. 20 Euro. Genau, also ich nutze EasyBill und ich kann das auch weiterempfehlen. Der Service ist wirklich top. Man kann da immer anrufen, wenn man ein Problem hat oder wissen möchte, wie man eine Einstellung zu tätigen hat oder welche Einstellung man überhaupt tätigen muss. Ja. Und deswegen finde ich EasyBill top und empfehle das auch weiter. Ja. Super Support finde ich nämlich auch bei mir. Also bei mir, du rufst da an, hast ein Problem, dir wird ganz genau erklärt, wie es funktioniert. Das finde ich persönlich immer super. Ja. Und preislich genau liegt das, wenn man startet, bei 20 Euro im Monat. Wenn man das gleich einmal im Jahr kauft, dann hat man sogar, kriegt man nochmal einen 20% Rabatt. Das heißt, dann kostet es noch 16, 17 Euro im Monat. Und das sind, denke ich, ja, nicht die größten Kosten, die man hat. Und das braucht man auf jeden Fall für die Buchhaltung, aber auch generell, um seinen Kunden einfach automatisiert die Rechnung zu schicken. Denn man hat auch viele Geschäftskunden, natürlich auch je nachdem mal mehr, in welchem Bereich man verkauft. Und die sind natürlich auf diese Rechnung angewiesen. Und sonst kriegt man da ziemlich schnell viele Nachrichten. Und ja, das will man natürlich auch definitiv umgehen. Also EasyBill nutze ich auch persönlich und finde, das ist ein super Tool. Ja, spart auch wieder Zeit durch die Automatisierung. Definitiv. Da sind die 17, 18 Euro sehr, sehr gut investiert. Ja, definitiv. Absolut. Nächste Frage, was versteht ihr unter FBA? Einfach nur Produkte raussuchen, die bereits bestehen und etwas besser ausbauen oder wirklich eine eigene Marke aufbauen? Ich bin da. Du bist dran. Ich bin da. Unter FBA, kurz übersetzt, Fulfillment by Amazon, das ist wirklich halt nur, also FBA ist halt kein Geschäftsmodell, Amazon FBA ist kein Geschäftsmodell, sondern das Geschäftsmodell ist eigentlich der Einkauf und Verkauf von physischen Produkten und Amazon ist dahinter nur unsere Plattform, über die wir unsere Produkte anbieten. Das kann sich auch von mir aus in den nächsten 10 Jahren ändern, dann bin ich auf einer anderen Plattform, dann heißt es vielleicht XYZ FBA oder weiß was ich was, aber es ist immer noch das Gleiche. Wir haben physische Produkte, die wir halt verkaufen und bei FBA haben wir halt den coolen FBA-Service, der uns vieles automatisiert. Und ich sehe dahinter viel, viel mehr als einfach nur Produkte zu finden, vielleicht nicht mal zu verbessern, also einfach nur irgendwie das gleiche Produkt in einer anderen Farbe, in einer anderen Größe auf den Markt zu bringen und dann zu verkaufen und vielleicht besser zu vermarkten, sondern ich sehe wirklich langfristig einen schönen, schönen Markenaufbau und sich dort wirklich als mit wenig Startkapital, mit einzelnen Produkten erstmal immer weiter zu wachsen, sodass man immer mehr Produkte in diese Brand integriert und dann auch irgendwann von Amazon wegkommt, expandiert, viel über Social Media macht und dann wirklich sich seine Marke aufbaut, die ein Gefühl verkörpert, die halt wirklich einen Lebensstil vielleicht auch verkörpert, die deutlich bessere, innovative Produkte hat und dass man sich halt wirklich mehr Zeit mit so einem Produkt gibt, sich wirklich reinarbeitet und wirklich das bestmögliche Produkt auf den Markt bringt und wirklich ein bisschen aus seinem Herz, seine Leidenschaft in das Produkt steckt und wirklich da was richtig Schönes auf den Markt bringt und nicht irgendwie schnell mal ein Produkt einkaufen, auf den Markt klatscht. Das wird nicht langfristig funktionieren, denke ich. Ja. Ich denke, es hängt auch wieder hier total davon ab, was man jetzt erreichen möchte mit FBA. Ich denke, es gibt so diese zwei Strategien. Einmal so der Markenaufbau, dass man wirklich auch Produkte launcht, die sich gegenseitig ergänzen. Und die zweite Möglichkeit ist, denke ich, auch auf jeden Fall, was man theoretisch auch machen kann, dass man einfach nur sich Produkte raussucht, wo eine sehr gute Nachfrage besteht und das
ja, die bestehenden Produkte einfach unteroptimiert oder qualitativ minderwertig sind und genau diese Produkte dann einfach verbessert. Man muss also nicht unbedingt eine Marke aufbauen, aber ich glaube, der langfristigere Ansatz ist die erste Strategie definitiv. Und auch mit der zweiten Strategie, man kann sie im Moment, denke ich, fahren, aber auch das wird in Zukunft einfach schwieriger werden. Eine ganz, ganz coole Sache. Ich denke, die Strategie, die du eben noch angesprochen hast, sich halt diese coolen oder diese super Produkte immer rauszusuchen und einfach irgendwo immer Produkte sich zusammenzupicken, ist ganz cool. Die wird vielleicht auch am Anfang super funktionieren und die bringt am Anfang auch mehr Geld. Aber wenn wir die andere Strategie fahren, immer mehr Produkte zur Marke integrieren, dann sind wir am Anfang langsamer, aber wachsen halt immer, immer schneller. Denn durch mehr Produkte in dem gleichen Bereich unter der gleichen Marke erreichen wir ziemlich schnell und auch ziemlich interessante Cross-Sales. Das heißt, ein Kunde kauft nicht nur ein Produkt von uns, sondern ein Kunde haut gleich den ganzen Einkaufswagen voll mit unseren Produkten. Und anstatt aus einem Kunden dann nur 15 Euro vielleicht zu ziehen durch den Gewinn letztendlich, ziehen wir dann aus einem Kunden 50, 60, 100 Euro und mit der Zeit sogar noch viel, viel mehr, wenn wir weitere Produkte launchen. Das heißt, wir erhöhen den Customer Value und es ist halt immer einfacher, es ist immer einfacher, mit seinen bestehenden Kunden oder bestehenden Kunden mehr Geld zu verdienen, weil sie ja schon Kunden waren, anstatt immer wieder neue Kunden zu suchen. Und das ist, denke ich, langfristig halt auch die profitablere Strategie. Ich glaube auch wirklich, dass diese Cross-Sales noch ziemlich unterbewertet sind, weil die einfach extrem mächtig sind. Ja, je mehr Produkte, je besser dann auch deine Produkte, dann empfiehlt sich das weiter und dann, es dauert, ja, es ist ein langsamer Prozess, aber langfristig wird der auch einfach sich auszahlen. Ja. Woher wisst ihr, ob ein Produkt, das ihr auf Alibaba findet, patentiert ist? Das ist eine schwierige Frage, denn auf Alibaba befinden sich auch definitiv Produkte, die patentiert sind und so in Deutschland zum Beispiel nicht verkauft werden dürfen. Da kann man sich auf die chinesischen Hersteller überhaupt gar nicht verlassen. Ich habe auch tatsächlich neulich im Skype-Gespräch mit meinem Hersteller die mal zu ihren Produkten ausgefragt und ich habe ihn gefragt, welches der Produkte vielleicht patentiert ist und welches nicht und er hat mir einfach ganz ehrlich gesagt, er hat überhaupt gar keine Ahnung. Und so ist es, denke ich, auch einfach in China. Die Mentalität der Menschen und die Kultur ist ganz anders. Dort ist es Nachmachen eher ein Lob sozusagen an den Ersten, der das Produkt so profitabel und gut verkauft und vermarktet hat. Und hier in Deutschland ist es natürlich, wird es ganz anders angesehen und ist was sehr Negatives. Und Patente scheren sich viele Hersteller auch überhaupt nicht. Ist ja im Endeffekt auch wirklich unsere Verantwortung, weil wir als Importeure gelten hier mit oder haben hier die volle Verantwortung für all unsere Produkte. Und deswegen ist es auch unsere Aufgabe hier, die Marke zu recherchieren. Ich glaube, du hast richtig, richtig gute Videos dazu auf dem Kanal. Die erklären das Ganze mit Patentanwalt dabei, die erklären das Ganze 100-mal besser, als ich es jemals könnte, deswegen würde ich das einfach empfehlen. Wir haben auf jeden Fall, das ist der wichtige Punkt, die komplette Verantwortung und sollten hier auch kein Patent verletzen. Genau, auf dem Kanal hier gibt es auch ein Video mit Rolf Klesen rund um das Thema Markenrecht, wie ich meine Marke anmelde, Designschutz, Patente, also kannst du, hier hast du, glaube ich, wir haben insgesamt 4 Videos für den Kanal abgedreht, rund um auch das Thema Patente, auch wie man nach Patenten selber recherchiert. Wir haben einen Podcast dazu, der 60 Minuten fast geht mit Rolf. Also den packen wir auch mal alles hier unten rein. Generell ist es so, es gibt verschiedene Suchmaschinen auch für Patente. Hier kann man zum Beispiel dann, wenn du schon weißt, okay, das ist der Brandname, der Markenname dieser Marke, die eventuell das Produkt patentiert hat, den kannst du da eingeben und dann siehst du, was diese Marke alles für Patente hat. Solltest du jetzt eine Marke haben wie Apple, dann gibst du dort Apple ein und dann wirst du dort 500, 600 Patente sehen. Die kannst du halt nicht selber durchgucken. Das heißt, man muss sich oder sollte sich für so einen Fall einen Patentanwalt ranziehen. Ist es aber eine sehr, sehr kleine Marke und du siehst direkt, okay, hier ist ein Patent, das ist aber was ganz anderes, es bezieht sich auf ein anderes Produkt oder da steht gar nichts. Ja, so kann man das sehr gut schon mal herausfinden und es gibt die Google-Recherche, also ich recherchiere selber mehrere Stunden vor jedem Produkt bei Google, wirklich sehr detailliert und probiere sowas herauszufinden und auf der Website des Herstellers, was auch ganz interessant ist, man kann seinen Hersteller, also die Konkurrenz dann im Endeffekt anschreiben, als Kunden mal fragen, ist das Produkt patentiert, also einfach ein bisschen kreativ sein, viel recherchieren und das kostet ein bisschen Zeit und da kommt man nicht drum rum und das ist auch wichtig. Also wie du sagst, wir haften selber, das heißt hier definitiv aufpassen und viel recherchieren. Ja, vor allem auch auf Amazon, wenn ihr mal so eine Nische gefunden habt, wo ihr das Gefühl habt, das ist zu gut, um wahr zu sein, also der Bestseller ist extrem gut und es gibt überhaupt gar keine Konkurrenz, dann besonders aufpassen, ich glaube, dann hat man häufig ein patentiertes Produkt dabei. Öfter. Zum Beispiel der Spiralschneider ist ein perfektes Produkt. Ja. Also den gibt es auch auf Amazon von anderen Marken, aber das sind halt Chinesen. Ja. Die Chinesen, die haben Sonderrechte. Also nein, die haben keine Sonderrechte. Aber
Aber es ist halt schwierig, gegen einen Chinesen vorzugehen. Dann muss nämlich die Gerichtsverhandlung in China ablaufen. Das heißt, wenn ich, sage ich mal, jemanden aus China abmahnen möchte oder den irgendwie vor Gericht ziehen möchte, dann müsste ich nach China fliegen mit einem Übersetzer und mich dann dort in irgendein Gerichtssaal setzen. Und das ist halt ziemlich viele Kosten, die da auf einen zukommen. Das heißt, das ist immer so ein schwieriges Gebiet. Aber da bin ich natürlich auch kein Experte im chinesischen Anwaltsrecht. Ne? Ja. Möchte ich auch gar nicht sein. Wieso ist das denn nicht, Alter? Musst du doch wissen.